Hey, hey und willkommen bei einer neuen Folge von Dying Light. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind gerade da auf dem Weg zum nächsten Lager. Wir haben ja gesagt letzte Woche, dass wir hier dieses Lager uns holen, das Lagerchen holen und dann hier zur Funkantenne uns begeben. Ich denke, wenn es gut läuft, ist das heute alles drin. Wir hüpfen jetzt hier mal in diese Mülltüten rein und dann laufen wir mal dahinter. Hier kann man sehen, da steht Safe. Ich denke mal, dass da die nächste Hütte ist, die wir brauchen. Und der andere dann irgendwo in dem Hochhaus sich befinden wird. Schauen wir mal nach. So, wir sprinten da jetzt einfach. Oh, da braucht jemand Hilfe. Dem hilft man natürlich. Hey du, lass mich hier nicht. Ich stecke schon eine ganze Weile in meiner Wohnung fest. Ich bin froh, dass du aufgetaucht bist. Ich komme gleich wieder. Ich muss nur hier kurz was erledigen. So. Die steht ja wieder auf. So. Okay. Quatschen wir. Mehr gibt's nicht, oder? Dann gehen wir weiter. Hier hüpfen ein paar Leute rum. Na komm her. Der nächste. Oh, ich habe allen dreien eingegeben. Keine Kraft mehr. Ganz ruhig. Hier kommt alle dran. Na komm, jetzt du noch. Natürlich steht er nochmal auf. Mensch! So. Schnell zumachen, damit niemand reinkommen kann. Okay. Ey, wo kommt ihr denn her? Da. Jetzt ist aufgeräumt. Puh. Dann plündern wir die mal alle. Die haben nämlich schöne Sachen, Kaffee. Das ist immer gut. Kaffee haben wir ja gelernt. Bringt uns viel Kohle. So, das war's, glaube ich. So, und hier ist das Safe House. Gehen wir mal rein. Machen wir Taschenlampe an. Mal gucken, ob wir hier noch was Nützliches finden. Nö. Aber hier draußen sind Sicherungskasten. 4 UV-Licht, damit die Zombies fernbleiben. So. Okay, das passt.
Ja, dann gehen wir zu dem nächsten. Das ist dann in der Richtung, in dieser Richtung. Gehen wir jetzt einfach mal hier so auf das Dächlein hier. Ein elektrisierender Parkplatz. Und irgendwie finden die das gar nicht so schlimm. Habe ich Parkplatz gesagt? Ich meine Spielplatz. Um die kümmere ich mich jetzt nicht. So, da ist dieses Gebäude, wo ich schon vermutet habe, dass das der nächste Safe ist. Na, komm doch. Du willst ja was von mir, wieso sollte ich zu dir kommen? Oh, ich merke gerade, das ist nicht das. Da ist das Ding, wo wir hin müssen. Aber ganz umsonst war es, glaube ich, nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt bricht mir noch einer ab. Mhm. Oh, nice. Help. So, wie kommen wir denn jetzt da am vernünftigsten dahin? Schauen wir mal, ob es hier irgendwo Müllsäcke gibt. Was passiert eigentlich? Gehen die jetzt kaputt? Nö. Voll nur runter, wie ein nasser Sack. Hier gibt es keine Müllsäcke, verdammt. Aber Balkone, okay. Das ist doch schon was. Ah! Verdammt. Puh. Aber bis auf ein Leben haben wir. Arschloch. Verdammt, das war echt knapp. Der ist ein großer. Oh. Steh auf! Verdammt! Der hat mich erwischt. Das war fucking knapp. Scheiße, wie kriege ich denn das hier jetzt clear? Wir haben Wurfsterne. Boah, schon wieder. Na. Wieso wirft er jetzt keine Wurfsterne mehr? Das ging doch gerade noch so schön.
Der muss explodieren, also das ist so mein Ziel. Na komm. Wieso kann ich meine Wurfsterne nicht mehr benutzen? Oder habe ich keine mehr? Ich glaube, die sind alle weg. Tatsächlich. Kann ich mir neue herstellen? Bilder, Dietriche. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Haben wir noch Böller? Könnten wir uns noch so einen Böller herstellen? Dann versuchen wir die alle zu dem Idioten dahin zu locken und da werfen wir dann Molotow-Kofki hin. Das wäre eine Idee. Wo sind sie denn jetzt? Na hier. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Ah, weil sie nicht angelehnt sind. Angelegt. Oh ja. Genau. Randalier ihn. Bleib weg. Oh, das ist ja doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Entwürfe, wir setzen nochmal Böller-Set her. Vielleicht kann ich ihn zu dem Fass da hinten hinlocken. Genau, schön da rein. Scheiße, jetzt kommt noch ein zweiter von denen. Ach, ihr seid nervig. Ist das lästig oder ist das lästig? Ich dachte, das geht jetzt einfach rack, zack, fatz. Aber nichts, doch. Dann versuchen wir es einfach nur, um irgendwie hier verschwenderisch zu sein.
So ein Dreck. Die kriege ich doch niemals los. Oh, wer hätte gedacht, dass das doch so kompliziert wird. Leitfähige Flüssigkeit. Füllen Sie etwas Wasser in eine Flasche, werfen Sie auf einen Infizierten und greifen Sie ihn damit mit elektrischen Waffen an. Die Ergebnisse sind elektrifizierend. Probier ich aus. So, und wir haben ja eine Waffe, die Strom erzeugt. Stirbt der gerade? Jetzt komme ich doch nicht mal an dich dran, Mensch. Ach, Kelle. Jetzt gebe ich es gleich auf. Ich könnte natürlich runtergehen und mich mit dem anlegen, aber jetzt sind zwei von diesen Pennern da. Puh. Das Wasser, glaube ich, wirkt nicht mehr. Komm mal näher. Genau, hau auf deinen Kollegen. So, das hat jetzt natürlich ein bisschen Krach gemacht. Boah. Kletter hoch, du Sackgesicht. Boah, der ist kopflos. Boah, Wahnsinn. So. Mensch. Ich will den jetzt legen. Haben wir schon mal so einen gelegt? Ich glaube noch nicht, gell? Also ich glaube, das ist schon echt übel, die Viecher. Was ist denn unsere stärkste Waffe? 76, 124. Eindeutig die da. Jetzt kommt auch noch der zweite, Mann. Mit zwei kann ich mich nicht anlegen, das... Hm.
Puh. So, jetzt haben wir schon mal dieses hässliche Tor zu. Hätte ich schon vorher zugemacht. Mensch. Aua. Ich wollte gucken, ob ich auf der Mauer laufen kann. Ich will so ein Mistviech töten. Komm näher. Ach, das wird, glaube ich, nichts. Was machen wir denn da? Ja, unsere Zeit ist eh abgelaufen. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit denen. Und wenn ich es schaffe, dann werdet ihr das erfahren. Ansonsten machen wir dann einfach weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, ciao. Schönes Wochenende noch.